Heilung. Aber wir müssen es nur, also wir haben die stärkeren Einheiten. Wir müssen es nur schaffen, hier reinzukommen. Dass ihm seine Überzahl nichts mehr nutzt, dass er nicht um unsere Leute rumrennen kann. Dann haben wir nicht gewonnen, aber dann haben wir eine Chance. Dann wird das Rundenlimit ein Problem werden. Malkeshar ist auch eine unserer besten Möglichkeiten, hier etwas auszurichten. Ja, guckt euch das an. Wenn der Versuch jetzt fehlschlägt, dann ist die letzte Alternative, die mir einfällt, Low-Level-Einheiten zu spammen. Halt quasi das zu machen, was er tut. So. Schön weiter den Typen auf die Nerven gehen. Wir haben soweit jetzt hier eine Chance. Ich schicke meinen Spuk jetzt auch auf die Reise. Ja, ich muss noch zwei Einheiten ein Stückchen weiter zurückziehen. Dann haben wir. Und dann halt noch eine einigermaßen gute Schlachtordnung machen. Aber wir haben jetzt gute Möglichkeiten. Weil. Er hat Probleme, man sieht es, dass er seine Einheiten da so rumsortiert und nicht weiß, wohin damit. Und von der Seite hier haben wir nichts zu befürchten. So. Ich würde jetzt gerne hier Heilung hinstellen. Hier Heilung hinstellen. Dich einen zurück, dich einen zurück. Ah, ganz passt das nicht. Du musst noch weg, du dahin. Okay, so können wir stehen bleiben. Jetzt müsste ich dann den Plank klar, würde ich noch gerne tauschen mit Malkeshar. Und noch ein Stück weiter zurück wäre Optimum, dass wir hier so eine Dreierreihe haben. Aber ja, zumindest sollte uns hier jetzt nicht mehr so viel passieren. Aber boah. Es bleibt eine äußerst enge Kiste. Hier kommt er nicht durch. Der kann da so viele Einheiten hinschicken, wie ich will. Das ist eine gute Position hier. So, der Spuk muss sich erstmal heilen gehen. So, jetzt müssen wir hier ein wenig durchsortieren. So, jetzt haben wir hier komplett Heilung drum. Jetzt sollte ich alle Einheiten, die noch was machen sollen, in Reichweite bringen, dass ich tauschen kann. Der Bone Knight muss hier noch weiter raus. Auf jeden Fall. Das war nicht gut. So. Er kommt nicht gut drum rum. Mach mir nur Sorgen um das Rundenlimit jetzt. So, du gehst diesen komischen Eingang da angucken. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen was an unserer Aufstellung ändern.
Die Leute, die ich da gerne stehen haben würde, kommen da alle nicht hin. Ah, Moment. Ich kann so machen. Und dann kann ich dich da hinstellen. Den einen nach oben. Ah, es wird langsam. Ich wünschte nur, meine Einheiten würden nochmal was treffen. Gib ihm Silas. Okay, wir können uns hier ganz gut wehren jetzt erstmal. Und wir kriegen sogar eine Einheit raus. Mit dem Spuk. Na, guck mal, der dreht sich da auch schon um mit ein paar Einheiten, aber das wird ihm keinen Spaß machen, hier lang zu laufen. Ich will wissen, was dieser Tunnel ist. Der wird da nicht ohne Grund sein. Natürlich darf der noch Schaden wie so ein Wahnsinniger machen. Hier habe ich das Gefühl, dass ich in meinen Runden mehr Schaden erleide, als in den Runden, in denen der Gegner angreift. So, wir bringen hier schon mal Tauschsachen in Stellung. Und schick den Spuk auch mit beim anderen Geist. Wir werden gleich mal ein bisschen tauschen müssen. Ja. So. Wir müssen unseren Dingsbums hier in Sicherheit bringen. Sehr gut. Bloß wenig Schaden kassieren in der eigenen Runde. Sie halt nur einen Punkt laufen können, ist ein bisschen blöd. Da kommen zwei Einheiten langsam rüber. Was ist das hier? Nichts. Wow, gut, dass ich hier hingelaufen bin. Nächste Runde wird der Schwertkämpfer mal ausgetauscht werden müssen. Aber so funktioniert es wenigstens einigermaßen. So. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir hier die Aufstellung auch so, dass ich tauschen kann, wenn es nötig werden sollte. Der Gifttyp muss weg. Ich muss aufpassen, dass ich möglichst immer so angreife, dass ich selber möglichst wenig Schaden erleide. Gut, das ist eigentlich das Normalprozedere. Es ist Nacht, also greife ich den an, der fast tot ist. Dich schicke ich da hinten lang und du gehst hinterher. Beziehungsweise zur... Bringt mir das irgendwas? Ja doch, ich kann versuchen, den Karaschützen zu töten. Das wäre schon mal was. Alter, die Karte blinkt auch wie wild. Runde 15 von 37, 16 von 37, wir nähern uns der Halbzeitmarkierung. Alter, ist das hier eine Sackgasse? Ach, ich habe keine Ahnung. So. Wir können halt immer noch nicht groß zum Gegenschlag ausholen.
Es sind immer noch zu viele, aber es werden weniger. Mir macht das Rundenlimit echt Sorgen. Deswegen schicke ich jetzt gerade auch schon weitere Einheiten los. Sehe ich das, was die Gegner in Gold haben? Minus 55, der ist raus, okay. Goldtechnisch ist das eigentlich, sieht das alles gar nicht so schlecht aus. So, und wir nähern uns dem Karaschützen. Es ist Tag, das heißt, jetzt haben wir auch den Vorteil wieder auf unserer Seite. Der müsste bald ein Level-Up haben. Genau, dem geht's wieder blendend. Der ist auch tot. Wir nähern. Ein, zwei Runden brauche ich noch, dann kann ich wieder raus und dann müssen wir rennen. Dann werden wir spätestens, dann muss sich unsere Armee aufteilen. Dann müssen wir den oben angreifen und dann gehen die schnellen Einheiten gehen dann nach oben, denke ich, nach Norden. Töten den Typen. Und die langsamen Einheiten bahnen sich Richtung Main Act vor. Der da braucht auch langsam mal wieder einen Päuschen. Kann ich so 60. Ich stell die lieber so hin, denke ich. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. So, und dann räumen wir von der Seite 13, 13, 10, 4, 40%. 10, 4, 40 ist völlig egal, wen von denen ich angreife. Erst recht, wenn niemand trifft. So. Ja, die kommen alle zu Hilfe und gegen so viele Einheiten kann sich auch mein Spuk nicht zur Wehr setzen, leider. Der macht das aber ganz klug. Der hat von allen Seiten die so ein bisschen eingeengt. Also Props an den Typen, der die KI hierfür programmiert hat. Na. Und hier geht's einfach stumpf weiter im Text. Ja. Ich glaube, das wird rundentechnisch nicht reichen, was wir hier fabrizieren. So ein Gift-Typ wieder. Die Wälder geben auch nicht was für ein Attentat her. Beziehungsweise bei der Anzahl an Gegnern kriege ich auch keine großen Attentatversuche hin. So, ich sollte mich darauf vorbereiten, hier rauszugehen. Zieht jetzt die Einheiten zurück, die oben rumgegangen sind. Das ist gut für mich. So, es ist Nacht. Ich könnte es probieren.
Mein Spuk heilt sich immerhin. Versuchen wir das mal. Was habe ich schon zu verlieren? Front wird größer. Ich traue mich wieder ein bisschen mehr. Was bestimmt nichts damit zu tun hat, dass wir Rundenmangel haben. Ja, der Spuk wird mit denen zum Glück allen ganz gut fertig. So. Der muss sterben. Wenn der nicht stirbt, dann stirbt nämlich in der nächsten Runde mein Nachtalb. Hey, das waren noch weniger Treffer als eben. Ah, ich wurde getötet. 45 Gold. Toll. So, ein Anführer tot. Preisfrage ist, ob das so bleibt. Weil die Gefahr ist hoch, dass der jetzt gleich den Nachtalb tötet. Und dann müssen wir uns was anderes überlegen. Bleibt dabei, erstmal noch ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Nee, der traut sich nicht, mich anzugreifen. Sehr gut, dann geben die beiden jetzt gleich Fersengeld und kümmern sich um den anderen Anführer, den im Norden. Ihr macht, dass ihr hier wegkommt. Okay, das ist... Es sieht fast aus, als wäre das Gebiet hier genau für so eine Taktik angelegt, weil man kann halt durch diesen Weg hier perfekt seine zwei Einheiten oder mehr rausschleusen. So, wir gehen jetzt hier zum großen Angriff über. Wir haben genug umgegammelt. Hier rollen jetzt Ork-Köpfe. Aber ich muss zugeben, das war doch eine... Wobei, ich sollte noch nicht zu früh sprechen. Wir haben immer noch enormen Mangel an enormen Zeitdruck. So, aber wir kommen langsam aus unserer Versenkung raus. Und wenn ich den im Norden mit den beiden getötet kriege, was gut möglich sein sollte... wenn Nacht ist zumindest, dann haben wir eine reelle Chance, das zu schaffen, weil in 10 Runden komme ich an den beiden Typen vorbei. So, der traut sich auch nicht mehr, mich groß anzugreifen hier gerade. Leider trauen sich meine Einheiten nicht, ihn groß zu treffen. Oh, schon sieh das. Zeig mal, wie das geht. So geht das nämlich. Tack, 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 tot. So. Kommen raus aus unserer Ecke. Der eine Wolf macht mir keine Angst. Wo sind wir? Zweiter Mittag.
tötest bitte den Gifty. Oder du lässt es bleiben, weil du echt keinen Bock drauf hast. Hat wirklich keiner Lust, den zu töten. Ich muss jetzt sogar meine Heiler hier benutzen, um Schaden zu machen. Der wird es noch schaffen, irgendwen zu vergiften. So, mein Nachtalb darf sich einmal kurz noch heilen. Zweiter Nachmittag. Sind auf dem besten Weg zum Abend. Genau. So. Könntest du die Freundlichkeit haben, wenigstens zu versuchen zu treffen? Danke. So, dem da oben geht's schon mal auch nicht mehr so gut. Der ist hinüber. So, wir müssen uns hier so schnell wie möglich bewegen, deswegen... Ich sag nichts dazu. Sag da gar nichts zu. Vielleicht steht mein Heiler da gerade ein bisschen offen. So, ja, 10 Runden, um bis dahin zu kommen und den Typen zu töten. Sollte machbar sein. Boah, das ist ein... Ich dachte, das letzte Szenario wäre schwierig. Klarer Fall von Denkste. Hilfe! Achs. Danke für dein Gold. So, der ist unsichtbar. Das heißt, der muss fliehen, weil der braucht ganz dringend Heilung. Die beiden Hunde sollten keine Probleme mehr machen. So, und wir... schlagen uns den Weg frei. Perfekt, genau das wollte ich. So, wieder einer weniger. Bums nehmen wir noch mit. So, wir kriegen auch wieder Bewegungspunkte zurück. Ich würde sagen, die Taktik ist aufgegangen, ne? Nein, warum hat mich niemand beschützt? Ihr habt euch alle gegenseitig beschützt. Ihr habt das echt gut gemacht. Das war eine... ziemliche Kopfnuss, dieses Szenario. Mit etwas Pech ignoriert der Wolf da oben gleich meine Leute und greift einfach den... die bilden sowieso nur noch Wölfe aus gerade. Das ist gelebter Goldmangel. Aber im Prinzip müssen wir jetzt nur noch laufen. Die stellen alle keine Gefahr mehr dar. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt schon angefangen, mir Sorgen zu machen, ob wir das hier hinkriegen. Gerade pures Glück, dass der überlebt hat.
Lass meinen Nachtalb in Ruhe. So. Okay, wie viele Runden haben wir noch? Ja, passt. Diese Türme scheinen unbesetzt zu sein. Aber an ihnen ist etwas, dem ich misstraue. Seid vorsichtig, es könnte eine Falle der Orks sein. Jetzt nicht noch Fallen, wir haben genug Probleme. Ich gehe einfach nur zwischen. Mich wundert, dass diese Höhle nichts zu sagen hatte. War mir sicher, dass ich dort irgendetwas finden werde. Unsere besten Krieger konnten euch also nicht abwehren, kleine Elfen. Egal, meine Leibwächter werden euch in die Hölle schicken. Oh oh. Ah, der Junge hatte recht. Es war eine Falle. Und schau, die Orks rufen nach Verstärkung. Ja, vielleicht bin ich zu voreilig dahin gerannt. Ja, bin ich auf jeden Fall. Wir müssen nochmal zurück. Denn der ist da umringt von 3 Einheiten. Und ja, das hatten wir alles schon. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir hier kurz Zwischenpause einlegen. Wir haben halt 7 Runden Zeit nur. Hat der Gold bekommen? 131 Gold hat der dazu bekommen. Was ist das bitte? Ne. Wir dürfen dem nicht. Ja, wir müssen. Dürfen nicht näher gehen noch. Müssen in der Lage sein, quasi sofort mit Einheiten durchzurennen. Weil in 7 Runden 131 Gold wird problematisch werden. Ich denke, dass die lila Banner symbolisieren, sobald ich über die lila Banner hinweggehe. Jetzt vermutlich. Okay. Ja. Hallo? Aber ich habe auch versehen auf Spielstand laden gedrückt. Deswegen leckt es. So. Jetzt hauen wir die alle weg. Ah, natürlich, mit der letzten Einheit, die ich bewege, renne ich rein. War ja klar. So. Nächste Runde wird der Großangriff gestartet. So. Dann zeig mal her. Ja, hier ist dein Reinforcements. Die sind großartig. Sache ist.
dass ich diesmal meine komplette Armee dabei habe. Und nicht mit einer Einheit total gammelig vorrenne. So, wir müssen hier so viel Schaden wie möglich verursachen. Zack, es ist immer noch keine Sylphide. Warum darf ich keine Sylphiden haben? Wer hat mir verboten, Sylphiden zu haben? So, der ist schon mal weg. Euch an, wie viel der ausbildet. Ugh. Ekelhaft. So. Ich möchte Malkeshar in Angriffsreichweite bringen. Genau, ich will Malkeshar hier hinbringen. Okay. Da oben stellt gerade keine Gefahr dar. So, ich möchte den nämlich hier in seiner komisch gammeligen Höhle einsperren. Das ist ein Problem, dass der andere nicht gestorben ist. Natürlich. Das sind diese beiden Gammelhunde von ganz vom Anfang. Natürlich leben die noch. Vielleicht kriegen wir es dafür ja dieses Mal hin. Nee, wir kriegen hier gar nichts hin. Könntet ihr alle euch bitte mal ein bisschen zusammenreißen und die beiden Typen töten, die direkt vor euch stehen? Perfekt. Und Malkeshar kommt nämlich in die Festung rein direkt. Weil jetzt müssen wir quasi den einen... den einen Platz da freikämpfen. Und sind quasi auf dem besten Weg, den Anführer zu töten. Das wird trotzdem alles andere als leicht. So. Okay. Hoffen wir, dass das funktioniert. Tut es nicht. Wenn die beiden halt sterben würden und nicht 10 Jahre überleben würden, weil meine Einheiten es einfach nicht schaffen, irgendwas zu töten hier. Weil ich kann da nicht 20 mal... Ich kann ja nicht 20 Mal angreifen. Das kann ich nicht rechtfertigen. Also wir müssen auf das ein leere Burgfeld Malkeshar bekommen. Komme, was da wolle.
Weil die Gelegenheit werden wir nicht noch einmal haben. Perfekt. Muss blöderweise ja auch einen nach hier hinten bewegen. Sehr schön. Malkischer drauf. So, wir rücken hier ein Stück mehr zusammen. Gucken dabei zu, wie der das schafft, niemanden umzubringen. Wenn ich die wegbewege und dich wegbewege. Aus den einen muss ich da unten stehen lassen. So, die dürften hier eigentlich nicht in der Lage sein, außen rum zu rennen. Gucken wir, ob das funktioniert. Muss halt Silas gerade ein bisschen schützen. Meine Einheiten sollten für ihn ziemlich blöd stehen. Ja, wir kommen an ihn ran, wir kommen an ihn ran. Genau das wollte ich, weil jetzt können wir, jetzt müssen wir nur diesen Wolfsreiter hier töten. Und stehen direkt vor dem Anführer. Und der alte Lich macht mit so einem Typen sehr kurzen Prozess. Das könnt ihr glauben. Es sollte sogar möglich sein, den diese Runde zu töten. Ja. Das müsste funktionieren, wenn wir jetzt dich töten. Wir sind halt Runde 34 von 37. Ein Treffer. Komm schon, Spuk, mach mich stolz. Oh, Halleluja. Was war das bitte für ein Szenario? Boah. Was? Ich denke mal, die gewollte Strategie ist gewesen, dass man sich mit seinen Einheiten, dass man halt nicht seine starken Einheiten einberuft, sondern kleinere Einheiten spammt. Damit halt das Heer auffällt, aber selbst dann, man hat nicht das Gold, um gegen alle drei vorzugehen. Wir müssen unbedingt, wir minus 851, wir müssen es unbedingt schaffen, mal ein bisschen Gold zu sparen. Unbedingt, unbedingt. Meine Wachen sind ein Haufen inkompetenter, idiotischer Dummköpfe. Unser Auftrag hier ist beendet. Zu den Höhlen. Boah, in den Höhlen können wir hoffentlich auf ein paar Einheiten verzichten und ein bisschen Gold sparen. Das wäre ganz gut. Boah, mir ist richtig warm jetzt. Das war ultra knapp. Ein Hoch darauf, dass es hier dieses kleine Gebiet gibt, das man vernünftig verteidigen kann. Ich habe echt keine Ahnung, wenn man mit mehreren Armeen arbeitet, aber man hat halt nur 250 Gold. Und 250 Gold hat alleine der hier auch. Und da die Gegner ja scheinbar warten, um sich zu sammeln, macht das auch nicht gerade besser. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal eine kleine Atempause im nächsten Szenario.